Hallo und herzlich willkommen bei der Unternehmensberatung Axel Schröder und unserem 5S-Video-Tutorial zu Shadowboards. 5S ist eine Lean-Maßnahme, die für mehr Ordnung überall sorgt. Grundsätzlich gehen wir immer davon aus, erst den Ist-Zustand festhalten. Das ist in meinem Fall die Schublade meines Schreibtischs im Homeoffice. Zuerst wird aussortiert. Das ist übrig geblieben und deswegen wird das jetzt systematisiert. Das Shadowboard besteht aus mehreren Lagen Schaumstoff, das die Konturen jedes einzelnen Objekts nachfährt. Liegt etwas nicht am richtigen Platz, ist der rote Schaumstoff zu sehen. Zuerst müssen wir die Umrisse ausfahren mit einem Stift, beziehungsweise mit zwei. Ich arbeite mit einem roten Stift für tiefe Ausschnitte, die durch beide Schaumstofflagen gehen, und einem schwarzen Stift für die Umrisse, die nur den schwarzen Schaumstoff betreffen. Jetzt kann ich die ganzen Sachen wieder runterräumen und ans Schneiden gehen. Immer erst die Papierkontur, dann die schwarze Lage und bei tiefen Objekten, die sonst nicht in die Schublade passen oder mehr Stand brauchen, auch die rote. Schneidunterlage ist wirklich wichtig. Es empfiehlt sich eine scharfe Klinge und ab und zu die Nacharbeit mit ein wenig Zug und dann gezielter Skalpellarbeit, wirklich diese Ausschnitte fertig zu machen. Gerade die dicken Lagen sind manchmal etwas zickig. Deswegen arbeiten wir Schritt für Schritt, Lage für Lage. Passt. Und das gleiche jetzt nur mit dem schwarzen Schaumstoff, einmal mit sämtlichen Konturen. Keine Sorge, das wird nicht alles im Video gezeigt. Passgenauigkeit überprüfe ich bei jedem Schritt, weil es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn dann am Schluss alles fertig zusammengeklebt in der Schublade liegt und der Ausschnitt zu klein ist. Rot muss nach unten. Alles in Form zubbeln. Das Papier weg, das ist fast wieder so schön wie eine Schutzfolie abziehen. Und gerade richten. Inzwischen liegt die Schere auch richtig rum, ebenso wie ich sie normalerweise in der Schublade greifen würde. Die restlichen 5S, Standardisierung und Selbstdisziplin. Meine Schublade ist immer aufgeräumt. Vielen lieben Dank, haben Sie viel Spaß, vor allem beim Nachmachen, und bis zum nächsten Mal.